Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Pax.de. Nachdem ich jetzt 4,5 Stunden lang das Spiel updaten musste, es gab ein Update. Das habe ich direkt um 2 nach 5, wo das Update dann released war, ne, hier so Alpha-Zwischenpatch halt, direkt runtergeladen. Und dann hat das Spiel mir angezeigt, ja, gibt gerade Probleme, du musst deine ganzen Spieldateien reparieren. Er hat das ganze Spiel runtergeladen, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall bis gerade eben heruntergeladen und dann 2 Minuten installiert, basically. Also egal, 4,5 Stunden sind vergangen, ich kann weitermachen und mein Spiel hängt. Cool, da ich ja nur geredet habe, ist es kaum aufgefallen, hoffe ich. Ich wollte jetzt mal endlich eine Hütte bauen. Und ja, dafür tun wir mal alles aus dem Inventar, was wir da jetzt nicht unbedingt für brauchen. Vielleicht tausche ich auch einfach den Inhalt dieser Kiste hier mit dem rohen Holz, denn das werden wir jetzt, wir werden jetzt diese Holzbalken ja brauchen in Menge. Ach, wir brauchen noch Clay. War da nicht was? Ich glaube, ich muss noch mal Clay sammeln. Dann rudern wir zurück. Ich habe hier schon, wie ihr seht, ein bisschen was vorgecraftet, damit wir jetzt nicht ganz so lange noch an der Crafting-Bank stehen. Aber wir werden trotzdem, da wird man nicht drum rumkommen, doch noch einiges craften müssen. Ich verteile jetzt mein Inventar mal ganz schnell hier auf die Kiste und hole jetzt noch ein bisschen Clay ran. Und dann bauen wir uns doch hoffentlich ein schönes Haus. Das wäre hier der Plan. So, das alles so. Wir haben ja, ich möchte nochmal daran erinnern, endlich diese schöne Eisenrüstung hier, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, craften können. Und ich gucke nochmal ganz kurz. Wir könnten es halt auch nochmal drauf anlegen und Rough Leather Bands craften. Und ja, nochmal auch versuchen, uns Hose oder hier Überwurf zu craften. Das wäre eine Möglichkeit. Und da brauchen wir dann schon 17. Also ich denke mal, dass es irgendwie Sachen noch andere Sachen gibt, die wir aber erst auf andere Art und Weise freischalten. Clay. Auf geht's. Oh, mein ganzes Buffwood ist gerade aber ausgelaufen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nee, lass mal noch nicht darüber. Hier ist ein bisschen zu tief. Da hinten sehe ich aber Clay. Da laufe ich jetzt mal in die Nähe. Und dann schwimmen wir da mal rüber. Und dann versuche ich hier in der Umgebung mal eben Clay zu sammeln. Ja, und wahrscheinlich, also es kann sein, dass ich gar nicht mehr so viel in dem Spiel Zeit verbringen kann jetzt. Obviously jetzt gerade, aber vielleicht auch nur für ein, zwei Videos. Deswegen hoffe ich hier jetzt eine kleine Base wirklich zu bauen. Und dann bin ich das Wochenende weg und dann ist die Alpha auch schon fast vorbei, wenn ich wiederkomme. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch so viel Progress machen werde. In die Höhle würde ich gerne noch gehen. Vielleicht schaffen wir das noch. Weil jetzt habe ich ja die Rüstung, die ich gerne haben wollte. Und dann würde ich vielleicht wirklich noch schauen, ob wir es schaffen, diese andere Eisenrüstung noch zu bauen. Das wäre schon cool. Und dann könnte man sich tatsächlich in die Höhle begeben. Ja, vielleicht ist das noch ein Ziel, das man hier noch verfolgen kann. Weil beim Leder, eigentlich habe ich genug Leder, um das zu versuchen. Und auch wenn es ein paar Mal scheitert beim Craften. Und auch wenn die Rüstung scheitern kann, vielleicht habe ich einfach genug Rohstoffe. Schauen wir mal. Sollen wir mal jetzt erstmal was für die Base. Und je nachdem, wie viel Zeit dann in diesem Video noch ist oder im nächsten Video, würde ich dann nochmal Rüstung craften und dann zur Höhle gehen, um mal diese Höhle zu erkunden. Das finde ich sehr nice. So. Clay, Clay, Clay. Hier versteckt sich noch was hinterm Bäumchen. Hier ist ja noch mehr gleich. Das ist echt nice. Also jetzt haben wir hier schon gut was gefunden. Auch für die Wände. Ja, hier ist noch Reed dabei. Das brauchen wir halt nur für diese andere Art von Wänden. Ich befürchte nicht jetzt unbedingt, wofür ich jetzt extra das ganze Holz halt gesammelt habe und craften will und so. Oh, Apfelbaum. Nice. Aber mal schauen, vielleicht brauchen wir es ja doch. Vielleicht kann man es doch verwerten. Hier ist noch mehr Clay, perfekt. Eigentlich nur auf dieser Uferseite oder können wir auch noch rüber? Muss ich gleich mal gucken. Ah, hier ist auf jeden Fall Clay. Hier bei dem Flachs und so ist doch Clay. Schauen wir mal. Weil da ist das ganze Flint, aber kein Clay mehr. Und ich glaube hier auf dieser Wiese, genau da hinten ist noch was, ja. Ach, und hier sind die Blaubeeren, die kann man auch noch mal eben mitnehmen. Ach, hier ist auch noch Clay.
Ja, dann nehmen wir das ja alles noch mit. Sehr schön. Ich meine, mittlerweile, wir könnten auch dieses Ding machen. Ach, wie heißt es? Wo man dann den Clay zu Stein backen kann, quasi hier, ne? Tonofen oder so, wie auch immer man das nennen will. Die könnte man auch versuchen noch zu bauen. Gucken, ob man damit noch neue Wände, Strukturen und so freischaltet. Also bestimmt, sag ich mal, wenn man sich da, ne? Also wozu sollte man sonst solche Ziegel brennen? Aber ist, Hauptsache, ich habe eine funktionierende Hütte irgendwie, ne? Das würde mir ja schon reichen. Deswegen hoffe ich mal auch, dass die Menge an Clay jetzt für ein paar Wände reicht. Wir einfach anfangen können, mal zu bauen. Und dann kann man immer noch nachlegen. Wenn es jetzt so nicht ganz reicht, dann schaue ich mal, dass wir da nochmal hinkommen. Weil jetzt ist halt das ganze Clay auch abgefarmt und respawnt wahrscheinlich erst in einer halben Stunde oder so. Weiß ich nicht genau. Mal gucken. Schnell zurücklaufen. Und dann bauen wir mal die ersten. Ziehen wir mal die ersten Wände hoch. Dass wir nicht mehr der Einzige in der Nachbarschaft sind, der hier nur so eine Plattform gebaut hat. Nach 3-4 Tagen sieht das ja bei mir immer noch so aus hier. Und die anderen haben schon recht ansehnliche Strukturen gebaut, teilweise hier. Also hier wurde auch irgendwie das Projekt abgebrochen. Scheint nicht mehr zu spielen. Oder vielleicht halt am Wochenende wieder. Ich hoffe, dass ich nach dem Wochenende nochmal reinkomme, weil ich denke, dass wir sich hier nochmal einiges getan haben. Bestimmt sind hier nochmal mehr Häuser dann entstanden auch. Und schönere Häuser und so. Aber mal gucken. Guck mal, hier ist zum Beispiel jemand gerade noch da. Moin. Ja, mal gucken. Ja, die haben sich hier auch ein riesiges Ding gebaut, ne? Schon crazy. Schon nice. Okay, wir ziehen dann mal Wände hoch. Ich brauche den Bauhammer. Und dann probiere ich mal mein Glück. So. Dafür brauchen wir Beampack. Ja, habe ich ja gesammelt extra. Muss es jetzt nur in der richtigen Kiste finden. Nee. So. Ja, wir brauchen noch viel mehr. Dann habe ich keine Zeit, erstmal anfangen. Und zwar. Mit einer Doppeltür. Dann. Ah, für so eine Wand mit Fenster brauchen wir ein bisschen mehr Holz. Okay. Dann schnappen wir uns mal wieder Holz. So, hier diese Balken. Die habe ich doch hier in den Kisten. Ne, andere. Jawohl. Ja, so viel ich kann. Also ich werde es alles jetzt verwursteln. Das wird bei weitem nicht reichen. So. Also so vom Bauen her ist das schon relativ simpel. Also man kann das hier gut anlocken. Man muss halt so die genaue Ecke finden, dass das Ganze auch dran bappt. Da ist schon wieder nicht genug. Uiuiui, das reicht ja alles niemals. Ich dachte, ich hätte hier was vorbereitet. Ah, falsch gedacht. Also es ist, rastet ganz gut an hier, ne? Es ist ja in so einer Struktur hier angeordnet und das kann man auch ganz gut nutzen. Aber es ist ein bisschen, man muss halt doch genau die Ecke auch wirklich anvisieren, damit das hier klappt. Genau, so. Okay. Aber fällt da noch ein, dass ich hier noch Charcoal drin hatte. Die nehmen wir mal kurz raus. Und dann schmelze ich nochmal ein bisschen Eisen. Vielleicht komme ich ja nochmal dazu, das Ganze zu nutzen. Wenn wir nochmal Eisen brauchen. Dann habe ich nochmal welches da. Weil ich habe ja gut gefarmt. So, ich glaube, ich kann noch ein bisschen mehr rohes Eisen nehmen. Vielleicht schon zu viel, aber wir gucken mal. Ja, schon zu viel. Aber gut, ein bisschen was sind wir losgeworden. Sehr schön. Ja, das war schon wieder. Das war es halt einfach. Ne? Ich muss jetzt das Holz nehmen und mehr von diesen Balken craften. Das ist ja crazy. Das wird jetzt leider ein bisschen dauern.
So, mal kurz gucken. Hier hatte ich noch Holz. Muss ich wenigstens jetzt nicht direkt wieder farmen gehen. Das wird aber auch unweigerlich danach passieren. Craft all. Ich kann echt wirklich all craften. Also ich kann mir so 10 zurückhalten für die Packs, aber das wird jetzt eine Crafterei. Immerhin haben wir den Skill schon so. Wäre natürlich auch nice, wenn das irgendwie 11 oder 12 wäre. Könnte man das noch ein bisschen leveln bei der Gelegenheit. Ich meine, wir wissen ja, es geht jetzt bis theoretisch 25. 27 haben wir jetzt Sachen freigeschaltet. Und das ist halt sogar ein Beruf, den wir freischalten könnten bis 15 ohne Probleme. Und dann müsste man... vielleicht hat man bis dahin ein bisschen Hardwood gesammelt und dann geht es erst weiter Richtung 17. Hier würde ich tatsächlich auch, also wenn das jetzt nicht die Alpha wäre und ich nicht hier noch die Rezepte freischalten möchte, wenn das jetzt nicht nochmal Ziel wäre, die Rezepte alle kennenzulernen, weil ich werde auch versuchen, diese Sachen hier zu craften, um neue Rezepte freizuschalten auf jeden Fall. Ist leider manchmal buggt das und wird dann nicht fertig, deswegen müssen wir es nochmal neu starten. Genau. Aber wenn ich, jetzt würde ich das, werde ich das versuchen zu craften, um eben zu wissen, was kommt da noch. Aber wenn die Alpha vorbei ist, ich glaube, dann würde ich sogar versuchen, hier full tryhard in Anführungsstrichen, wirklich bis 15 Short Woodstocks ohne Ende craften. Also immer so gerade Planks, bis Planks nicht mehr leveln, die Long Woodstocks, bis sie nicht mehr leveln, die bis sie nicht mehr leveln. Und dann erst mein gutes Hardwood benutzen, weil dann ist ja vorbei, dass ich die schlechtere Ressource noch nutzen kann. Vielleicht gibt es aber auch irgendwie noch Betten oder Stühle oder so, die auch ein höheres Level benötigen. Da könnte man auch nochmal nachschauen. Stimmt, ja. Vielleicht könnte man es sogar noch höher bekommen mit dem einfachen Holz. Aber ja, ist auf jeden Fall dann gut machbar. Diese guten Beams braucht man ja auch ohne Ende. Da können 2, 3 Leute, wenn man mit mehr Leuten spielt. Hier zum Beispiel ist es ganz cool. Hier können 2, 3 Leute Wooden Beams craften, bis die Carpentry auf 9 haben. Und man hat immer, also... Die Hausgröße ist wahrscheinlich immer noch nicht zu monströs, so. So, Bufffood eben nachholen. Direkt wieder alles regenerieren hier unten. Und weiter craften. Ich kann ja zwischendurch mal ganz kurz hier... die nächste Wand setzen soll ich ja nicht. Ich hoffe übrigens sehr, dass ich das hier überhaupt darf. Ist hier nur der Korb im Weg, ist jetzt die Frage. Ach, hier sind die Beehives drin, ne? Ganz im Ernst, ich brauche sie nicht. Und die sind so easy wiederzubekommen. Ah, den Hammer bitte. Destroy ist halt einfach nur Mausrad drücken, ne? Das ist schon ein bisschen scary. Ah, mir fehlen die Wooden Packs. Da machen wir. Ach, da, Vielleicht lag es gar nicht am Platz. Aber ich krieg den Korb. Aha. Ich habe den Korb wieder im Inventar. Das ist nice. Vielleicht bekommt man Rohstoffe doch zurück. Wenn ich den Korb wieder zurückbekommen habe. Das ist ja wirklich nice. Es gefällt mir sehr gut, dass das so ist. Ich glaube, hier möchte ich lieber, auch wenn es minimal mehr Ressourcen kostet, ich möchte hier lieber ein Fenster haben. Das gefällt mir ein bisschen besser. Beampacks, ich habe schon wieder nichts mehr, ne? Es ist unglaublich. Dann craften wir mal wieder. Na gut. Tja, ich frage mich, ob wir jetzt lieber Rohstoffe sammeln und ich dann noch mich hier irgendwie eine halbe Stunde hinsetze und crafte und das irgendwie auf mehrere Kisten verteile lieber. Und ja, vielleicht besser, ne? Ich guck gleich mal. Machen wir noch 2, 3 große Kisten hier neu hin und nutzen die dann dafür. Und je nachdem, wie da die Base aussehen soll, ich meine, es gibt auch einfachere Wände, so, die brauchen nicht diese ganzen Balken die ganze Zeit. Kann wieder stoppen und nochmal die Bodenpacks, wenn ich nochmal eine Wand nochmal eben craften hier. Aber wir brauchen noch viel mehr Holz. Also ich müsste noch Holz farmen. Das könnte ich jetzt noch zusammen hier eine Aufnahme machen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Hardwood dabei. Wo ist Hardwood? Ich versuche nochmal hier Strong Beam. Let's go. Aber was habe ich zu verlieren?
Ich kann doch nur neue Rezepte freischalten, alles andere ist doch egal. Oh yes, guck, da haben wir es doch schon. Wir haben crazy viel Zeugs bekommen an neuen Rezepten. Neue Wooden Planks, ich verspreche mir so ein bisschen, dass ich dann eine neue Kiste craften könnte. Weiß ich natürlich nicht. Aber bitte komm, gönn. Nein. Hardwood zweimal picked up, reicht aber nicht. Schade. Müssen wir es nochmal finden. So, eine Wand kann ich noch bauen, ne? Ja, und ich hoffe, dass die Kisten hier nicht im Weg sind. Das ist ja trotzdem noch die Frage. Nee. Passt. Okay, cool. So generell, ja, okay, generell würden die Kisten im Weg sein. So ist ja nicht. Dann gucke ich mal ganz schnell, was mich brauche ich denn für die besseren Kisten nochmal. Und auch, was für neue Rezepte haben wir jetzt. Wir haben doch jetzt bestimmt hier neue Sachen. Nee, oha, guck mal, ich kann bis 17 halt wirklich entspannt. Bis 17 kann ich, okay, Datura Seed Pot haben wir noch nicht so oft bekommen. Periwinkle, okay, das sind so Pflanzenkübel, ne? Okay, bis 15 geht es hier dann auch nur mit Planks, ach so, für Stühle. Das ist schon nice, so eine Einrichtung sich zu machen. Man kann Carpentry schon entspannt, oh, Bienenwachs. Hier braucht man Bienenwachs, aha, okay. Wooden Bed. Ja, das haben wir alles schon freigeschaltet. Das ist dann nicht mehr ganz sortiert. Das braucht nur Clay, lul. Was ist denn das? Auch Carpentry, aber trotzdem. Okay, gucke ich mal ganz kurz. Chest, ich finde sie nämlich gerade nicht. Ich glaube, das war aber auch was, was wir noch nicht... Genau, Decorated Chest. Ah ja, Iron Hinges und Planks. Und Iron Nails. Wie sieht es gerade mit dem Dings aus? Ja, okay. Gut, Iron Hinges. Dann schnappe ich mir mal mein Eisen. Oha, wir haben kaum noch Eisen. Naja, ich mache ja gerade wieder Neues. Trotzdem ist das halt auch jetzt, ne? Halt einfach aufgebraucht irgendwann mal. Habe ich noch irgendwie eine Kiste, in der ich ja, in der ich irgendwie dieses Zeug hier... Vielleicht muss es am Ende... Ich bin so doof. Anziehsachen konnte man ja nicht überpacken. Das musste man per Hand machen. Sonst zieht man sich einfach jedes Mal um. Und davon habe ich nichts. Okay. Hier wäre noch Platz. Ah, gut. Genau. Diese Scharniere. Wo haben wir denn die Scharniere? Gar nicht. Wo haben wir die denn nochmal hergestellt? Mit Armoring nichts zu tun, ne. Blacksmith, ja, Iron Hinges. Nägel und Sheets, okay. Nägel und Sheets. Ach. Also Nägel brauchen wir eh. Dann mache ich schon mal 2-3 Iron Bars. Wie viel brauche ich da? 30, ne? Vielleicht haben wir noch genau 6 Nägel in der Kiste übrig. Das gucke ich jetzt gleich mal. Dann mache ich mir noch einen Iron Sheet. Und dann sage ich hier noch Craft All bei den Nägeln. Wir haben gerade genau 3 Eisenrohre. Da machen wir nicht zu viel auf jeden Fall. Dann schaue ich mal, ob ich da noch... Trivial ist bisher wirklich noch nicht fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, ob es das kann, weil es gibt ja noch Mastered. Oder ob Mastered dann noch dafür steht, du machst das jetzt schneller. Das ist so meine... Vermutung. Genau, und ich müsste hier noch Eisennägel haben. Ach, leider nur 3 Stück. Dann muss ich noch eine Bar und einmal Nägel craften. Oder ich mache 2 Kisten. Ja. Dann noch. Ja, komm, das letzte Eisen haben wir jetzt auf den Putz, was soll's. Ich crafte ja gerade schon wieder Neues. Ist ja nicht so, dass ich dann gar nichts mehr hätte. Dauert 3 Stunden, dann haben wir wieder was. Vielleicht habe ich morgen früh noch mal eine Stunde Zeit oder so. Schauen wir mal. So. Und die letzten. Wunderbar. Und dann... Hier. Ah, wir brauchen eh... Ach, Iron Sheets habe ich vergessen.
Ah, ich brauche eh immer zwei Hinges. Machen wir noch mehr Nägel. Ah, brauchen wir noch mehr Nägel. Ja, erstmal noch. Wir haben dann echt kein Eisen mehr. Eieieiei. So viel zur Eisenrüstung, die ich mir eventuell noch craften wollte. Muss ich wohl nochmal farmen. So, letztes. Und dann weiß ich gleich, wie viel Nägel ich noch hinterher produzieren muss. Ob das reicht. Oder ob ich da jetzt einen Rechenfehler hatte. Das ist ja auch Blacksmithing. Aha. Okay. Simple Lantern. Resin, Iron Sheets. Ah, okay. So. Ich brauche 30 Nägel je Dings. Also leider, leider. Hä? Crafting aborted? Was habe ich abgebrochen? Was habe ich die Hinges abgebrochen oder was? Das wollte ich nicht. Hä? Und die Ressourcen? Wie, was? Jetzt habe ich das aus Versehen abgebrochen. Ich dachte, es war fertig. Oha, und man kriegt die Ressourcen nicht zurück. Das sollte ich mir natürlich merken, während immer ich Sachen abbreche, dass ich die Sachen dann verliere. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, dann hilft nichts. Muss ich mir nochmal hier Iron Sheet craften, genug Geduld aufbringen, dass das fertig wird. So. Jetzt genug Geduld haben, hier einmal noch ein Iron Hinge craften. So, bitte, warten Sie. Haben Sie Geduld. Und dann mache ich mir noch 20 Nägel, also 2 Bars. Das hat geklappt. Nur zur falschen. Zweimal eine Iron Bar. Und dann setze ich hier, glaube ich, einen kurzen Cut und wir sehen uns nochmal. Dann spiele ich nochmal 20 Minuten zu einem späteren Zeitpunkt. Dann habe ich nämlich nochmal mehr Eisen ready. Und vielleicht in der Zwischenzeit farme ich vielleicht Holz und bereite es vor. Weiß ich nicht genau. Hauptsache, wir haben jetzt die Kisten einmal. Ich hoffe jetzt auch, dass die Kisten klappen. Die muss ich jetzt noch bauen. Das ist jetzt leider auch nicht sicher, ob das klappt. So. Weil ich ja Carpentry noch nicht auf 12 habe. Und das ganze Jahr Carpentry 12 benötigt. Ich hoffe mal, dass das genug Planks sind. So. Ich werde es jetzt einfach versuchen. Chest. Und hoffe, dass es klappt. Aber das fängt ja gut an. Okay, hat aber geklappt. Sehr gut. Dann baue ich mir die hin. Das wäre dann mein Lager für Holz und Co. Und ja, wenn alles klappt, dann mache ich diese Kisten voll, wenn ich noch Zeit habe jetzt dazwischen. Und wenn nicht, dann machen wir hier einfach weiter. Haben zumindest das Eisen ready und ich könnte mir auch vielleicht schon mal die Ausrüstung craften. So. Schauen wir mal, wie es wird. Ich bedanke mich. Nee, wir sehen uns ja jetzt wieder. So, nach diesem etwas konfusen Nicht-Verabschieden geht es hier direkt weiter. Für mich ist wieder ein Tag später und ich habe die letzten fast anderthalb Stunden damit verbracht, Holz zu sammeln, Holz zu craften und dann ist mir aufgefallen, fürs Dach brauche ich hier noch Straw. Also auch das, eben noch Flachs zu sammeln und zu craften. Clay habe ich auch ordentlich gesammelt und das wird noch nicht reichen fürs Dach, also bei weitem nicht. Ich habe das Haus einfach auch viel zu groß. Ich bin halt auch selbst schuld, ne? Und wahrscheinlich reicht auch das Holz noch nicht. Aber ich versuche jetzt mal mein Bestes, dass wir hier ein bisschen rumbauen. Dafür muss ich nur kurz hier Sachen hin und her schieben. So nämlich. Und dann habe ich noch das. So. Und jetzt bauen wir einfach mal Stück für Stück weiter mit den Wänden. Ich hoffe jetzt wirklich auch an alles gedacht zu haben. Okay, ich kann die Wände einfach setzen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich überlege, ob ich hier hinten auch gerne noch eine Möglichkeit hätte, mal aus dem Haus zu kommen. Ich glaube, das wäre ganz nice, ja. Und irgendwie, das, also, ne, beurteilt am Ende selbst, ob das Ganze hier als Haus durchgeht. Ich bin da niemandem böse. Der oder die das vielleicht anders sieht, so, mal gucken. So. Da wollte ich vielleicht noch eine Treppe ranmachen. Ach genau, ich habe nicht mehr genug Packs im Inventar, aber wir haben noch welche da. Ich habe halt einfach gecraftet und gehofft, dass es halbwegs irgendwie reichen wird jetzt. Für so ein paar Wände und ein paar
Dinger und ach, was wir auch immer noch machen müssen. Und wie ihr seht, die Axt, ne? Ich habe echt Holz, viel Holz gefarmt, die Axt ist auch fast hin. Also das geht ganz schön an die Haltbarkeit dann auch. So, jetzt wollte ich hier nochmal ein Fenster haben, aber ich habe nicht genug Clay dafür. Aber ich habe noch genug Clay. Das ist nicht das Problem. Hier ist noch Clay. Ja, ja, alles hier vorbereitet, hoffe ich. Ich hoffe, dass es reicht. So. Okay. Also wir haben jetzt also irgendwie eine Art von Wohnraum geschaffen. Nee, von Wand. Wohnraum würde ich das wirklich, das kommt dem mit dem doch nicht recht. Also ja, dann könnte ich mir jetzt hier mit Wooden Floor und so noch was machen. Hab doch noch ein paar Planks in der Kiste. Irgendwo haben wir doch noch Planks. Ach, hier habe ich noch mehr Holz. Gut zu wissen, das wusste ich nicht mehr. Aber ich habe doch noch Planks, oder? Jawohl. Aber das wird ja auch überhaupt nicht reichen für irgendwas. Dann mache ich mir zumindest im Ansatz so eine kleine Zwischenetage. Kann ich das hier? Ja, das kann man hier hinsetzen. Mir fehlt Wooden Beam. Ich dachte, hey, warum kann ich nicht weitermachen? Aber, wie gesagt, ein bisschen was haben wir noch. Aber nicht in der, sondern in der Kiste. Ich kann mal hier Flachs rüberpacken. So. Okay. Genau. Kann ich hier irgendwelche... Oha. Ich könnte mir eine richtig schöne Treppe machen. Aus dem Strong Wood Beam. Davon haben wir nicht genug. Wir haben nicht genug Hardwood. Aber theoretisch gibt es da auch schönere Treppen und Leitern. Simple Ladder mache ich mir einfach gleich. Okay. Okay, das ist interessant. Wir haben jetzt hier, das ist gelb. Gelb klingt für mich jetzt wie, deswegen ist auch alles andere grün, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Gelb klingt für mich wie, ja, kannst du noch bauen, aber ist nicht so super stabil. Steht da? Das wird jetzt, genau, je weiter ich das weg von der Wand mache, sag, und jetzt wird es, jetzt hat es mehr Halt. Jetzt hat es mehr Halt und deswegen ist die Farbe eher grün. Hier ist es dann sogar so ein Orange. Das heißt, hier müssten wir fast schon einen Stützbalken in die Mitte irgendwie setzen, damit wir hier wirklich eine zweite Etage bauen können. Aha, das ist schon mal ein guter Indikator, ein ganz gutes System. So, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich werde hier halt, glaube ich, einfach kein Haus fertig kriegen, weil wir zu viel Sachen brauchen. Und die Zeit reicht nicht. Also, ich bin in 1,5 Stunden weg. Und will heute noch in die Höhle, weil ich nicht weiß, ob ich danach nochmal zum Spielen komme. Grundsätzlich aber finde ich das Building-Menü hier jetzt ganz, ganz nice. Ich glaube, ich muss mir tatsächlich ganz kurz mal eine... Als erstes mache ich mir so einen... Warte mal, ich tue mal das Clay weg. Mache ich mir eine Leiter und dann kann ich das von da oben machen. Für die Leiter brauchten wir nochmal was. Und zwar 4 Rough Wood Beams und 5 Planks. Habe ich überhaupt noch rohes Holz im Inventar? Nee, natürlich nicht. Aber ich hatte noch irgendwo welches. Nee, dann war das hier. So. Okay. Roughwood Bee. Achso, genau. Und ich war ja Holzfarben. Ich habe einmal Hardwood bekommen. Leider echt nur einmal. Aber wir können es nochmal versuchen, die Planks zu bauen und uns die neuen Rezepte anzugucken. Vielleicht mache ich das gleich noch. So. Gib mir noch Planks. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, ob es 6 oder 8 waren, aber wenn ich jetzt 9 habe, ist auch nicht dramatisch. So. Und dann können wir jetzt diese Leiter machen. Es waren 5. Ja, never mind. Okay. So.
Ah, gut, entspannt. Man kommt jetzt einfach die Leiter hoch und ja, das ist ja easy. Fürs Dach brauchte man kein, ja, nur diese Packs auch, ne? Aber kein. So theoretisch würde ich hier jetzt sogar noch, so wie die das gemacht haben, könnte man jetzt noch eine weitere Etage halt irgendwie hoch, ne? Oder ich mache hier wirklich so eine Art, so wie die das da auch gemacht haben, so eine Art Balkon dahin. Ich überlege gerade. Ich versuche mal, kann ich noch mehr Zwischenfloors machen? Ja, noch ein bisschen Zeug haben wir noch. Das lässt mich das Spiel nicht machen, glaube ich, gerade. Aber ich hoffe, dass das durch die Dinger drumherum gehalten wird, weil das ist alles jetzt grün. Und das ist zwar orange, aber es ist noch, es hält. Also hier tatsächlich, ich glaube, wenn ich hier weiter in die Mitte baue, könnte es sogar sein, dass das Spiel sagt, nee, das nicht, mein Freund. Weil mein Gedanke war jetzt, hier vielleicht nur so eine Abzäunung, dann haben wir das so als Plateau. Aber da müsste ich die Leiter an anderer Stelle haben, ne? Da müsste ich eher hier die Leiter haben, aber das geht mit den Kisten eher nicht so gut. Wenn ich hier die Leiter hätte, wo mache ich dann das Dach hin? Kann ich überhaupt noch Dach bauen gerade? Oder habe ich jetzt schon nicht mehr genug? Ja, ein Teil geht noch. Dass ich das halt eher so hier hin baue. Sache, wir haben halt mal ein Dach gebaut. So, dann hole ich mir mal alles, was ich noch habe. Ja, und dafür habe ich 1,5 Stunden gefahren, ne? Crazy. Nicht gedacht, dass das wieder so schnell weggeht alles. So, habe ich hier noch ein bisschen. Ja, ich habe noch mehr davon. Sehr schön. Dann können wir sogar noch was richtig was craften jetzt. So, hier mal am Dach vorbei. Und dann versuchen wir mal das weiterzubauen. Und zwar so. Und zwar können wir das ja einfach drehen und dann kann das hier hin. Und dann als nächstes kann das daran. Und wir machen kurz den Herabsegler. Macht nichts. Aber dann kann man schlecht da weiterbauen. Kann man es von innen dann eher? Ja, von innen geht es gut. Reicht noch genau für ein Eck, glaube ich. Und dann ist schon wieder vorbei. So, hier keinen Fehler machen. Und das. So, jetzt haben wir weder Straw noch Wood Beam. Aber man sieht, in welche Richtung das gehen kann. Jetzt bräuchte man hier auch dann tatsächlich schon Beleuchtung hier drin. Und jetzt ist, was mich noch interessiert, was für Bauteile haben wir denn für oben? Also auch hier. Wir haben jetzt nicht die Rohstoffe, ne, ist klar. Aber das jetzt hier anzulocken, ist gar nicht so einfach. Ah, okay. Das heißt, es wäre besser gewesen, wenn unser Haus ein bisschen weniger breit wäre und wir eine ungerade Zahl an Wänden hätten. Dann würde das hier perfekt oben drauf passen. Gibt es denn eine Möglichkeit? Wie heißt denn das? 3153. Weil es gibt anscheinend keine Möglichkeit. Oh, guck mal, wir können auch hier. Ah, es gibt immerhin auch so ein Teil. Was ist gar nicht mal so uninteressant. Machen wir mal wieder, versuchen wir mal wieder von innen. Ich habe kein Straw mehr, aber wenn wir jetzt hier die Leiter haben und ich möchte hier einfach nur diesen kleinen Aufgang haben, kann ich aber das Dach ansonsten auch zumachen. Das ist schon mal sehr gut. Dann hat man hier nur die Leiter, kann da so gerade raus und okay. Ja, leider, schöner wird es heute leider nicht. Zwecks Rohstoffe und Co. Aber ich hoffe, dass ich so einen kleinen Eindruck geben konnte, was man hier machen kann. Ich weiß noch nicht, wie man jetzt dieses Problem hier löst. Also das ist ja jetzt doch eher ungünstig. Wie haben meine Nachbarn das denn gelöst? Oh, die haben das so gemacht. Die haben einen Ausguck hier vorne und dann noch ein Dach da drüber.
Aber nee, das ist auch nicht ein 2x2, ja. Nee, weiß ich noch nicht. Also hier wüsste ich jetzt leider noch nicht, wie ich das gut abschließe hier oben. Aber wie gesagt, bauen überhaupt nicht meine Stärke. Und Türen. Habe ich noch eine Möglichkeit, mal irgendwie eine Tür einzusetzen? Das wäre noch interessant vielleicht. Waren das die Props? Ja. Ach, Wooden Door crafte ich. Also hier, okay. Dann gucken wir doch mal, was für Türen wir hier haben. Alles auf der gleichen Stufe. Und man braucht Eisennägel, Eisenscharniere und die einfachen blauen Planks. Okay. Gut. Brauche ich jetzt persönlich nicht, bin ich ehrlich. Hauptsache, ich habe mir das mal angeguckt. Ich bin schon zufrieden tatsächlich an der Stelle. Ich bin da, ja, mit mehr Zeit, dann würde ich dem auch definitiv mehr Priorität geben. Meine Kisten stehen hier jetzt auch wie Kraut und Rüben, aber die Alpha ist in 3 Tagen vorbei. Mir hier jetzt noch zu investieren, das passiert nicht, mich ganz ehrlich. Okay, was aber passieren wird, hoffentlich, ist, dass ich mich jetzt eben schnell zum hier nochmal um Rüstung kümmere. Ich hoffe, ich habe ja nochmal Eisen gecraftet gestern. Ich hoffe, ich habe das wirklich gemacht. Habe ich das wirklich gemacht? Ja. Nice, dann haben wir nämlich nochmal Eisen. Ich will mal schauen, ob ich vielleicht noch so eine Rüstung hier hinbekomme, weißt du? Hier, die Pants und den Korgoif. Den hier würde ich als erstes versuchen, weil der könnte Schulterbedeckung sein, wenn auch vielleicht ist der auch nur Kopfbedeckung. Und er braucht weniger Rohstoffe. Aber der ist auch unwahrscheinlicher, dass er klappt. Naja, Iron Wire, das Problem sind Rough Linen Cloth und Rough Leather Bands. Und ich glaube, Rough Linen Cloth, konnte ich da nochmal welche craften? Nein, wir hatten nicht genug Flachs. Aber dann probiere ich das doch nochmal. Okay, man kommt da sogar noch rein. Ich habe doch jetzt Flachs. Und das dauert auch nicht ganz so lang. Das zu craften. Aus Flachs. Habe ich nicht doch nochmal Stoffe craften können? Nee, 30, genau, ja. Das war das Problem. Okay, probieren wir es. Und zwar das alles craften. Ja, und das Straw. Ich habe hier ja Straw gecraftet und das hat ja nicht gereicht. Ich habe hier 10 Minuten gestanden und zugeschaut. Beim Holz auch. Da muss man einfach dann, keine Ahnung, nimmt man sich Wäsche aufhängen vor oder irgendwelche anderen Dinge. Also da kann man halt irgendwie Sachen nebenbei machen, denke ich. Das ist ganz entspannt. Wenn man was einen längeren Crafting-Auftrag hat, dann ist man 20 Minuten damit beschäftigt. Okay, nutzt mal die Zeit halt für was anderes so. Tja, ich versuch's. Ich habe nur 2 Versuche. Vielleicht einen dritten, wenn es halt einmal fehlschlägt, kriege ich vielleicht noch einen extra Versuch. Aber das reicht. Perfekt. Damit haben wir schon 40. Perfekt. Optimal. Ich würde es auch gleich nochmal versuchen. Missing Ingredient. Ich würde es gleich nochmal versuchen. Oh, ich habe genau 2 wieder zurückbekommen, oder was? Diesmal haben wir 10 zurückbekommen. Okay. Dann kann ich das aber craften. Das ist ja sehr angenehm. Gut, da muss jetzt nur noch was mit dem Leder werden. Das ist halt auch wieder nicht so wahrscheinlich. Irgendwo ist hier genau diese Haut. Aber wir benötigen diese Leatherbands. Und ja, ne, ich sag so, wenn nicht Alpha, dann gerne viel mehr Zeit rein investieren, dass man den Beruf auch levelt, bevor man jetzt hier diese Dinge versucht. Viel mehr Sachen craften, aber ich habe aufgrund der Zeit, in der diese Version hier bald nicht mehr spielbar ist, und natürlich es danach ein Wipe gibt, logischerweise, vor mal irgendwie ein Release anstehen würde für das Game, versuche ich jetzt einfach hier mein Glück. Was gerade noch nicht so funktioniert, leider. Vielleicht, jawohl, da ist aber. Ne, perfekt. Ich mache noch mehr. Also 4 brauche ich auf jeden Fall, dann habe ich 2 Crafting-Versuche. Okay, 4 auf jeden Fall. Cool, haben wir. Irgendwo habe ich dann noch, natürlich weiß ich nicht mehr wo, weil ich dann doch
leider hier und da mal Sachen in Kisten geschmissen habe, die da nicht unbedingt hingehörten. Irgendwo ist noch dieser bessere Stoff. Ach genau, hier ist noch... Ich wollte noch dieses eine Holzding craften auch. Machen wir gleich. Cotton Cord. Achso, ja. Baumwolle war das. Wo haben wir denn... Wo habe ich denn den Stoff hingelegt? Das ist leider auch alles kein Stoff. Nee. Hier habe ich erstmal ein bisschen Hardwood. Nehmen wir nochmal noch das, oh, die Wire mit, die werden wir brauchen. Ja, rohes Eisen weiß ich, habe ich auch noch. Holz und Lehm. Irgendwelche Überbleibsel. Irgendwo habe ich noch viermal den Stoff. Da ist er. Perfekt. Gut. Und sonst überlege ich, ob ich noch irgendwas hier brauche. Ja, hier diese hochwertigen Dinger, ey, crazy. Ja, und ich weiß auf jeden Fall für... Oh, ich habe ja noch so viel Generic Leather. Ich könnte wirklich noch... Ich habe noch einige Versuche, sofern ich nochmal Fasern sammle dann. Sehr, sehr nice. Ja, ich probiere es. Was soll passieren? Ja, es hat geklappt. Ja, hier fehlen mir jetzt nochmal Rough Leather Bands und... Oh, warte mal, ich kann das theoretisch machen. Ja, dann mal versuchen wir es. Dann gebe ich den ganzen auch den... Dann versuche ich es. Ich dachte, ich bräuchte mehr Stoffe. Und die hätte ich gerade nicht. Aber Rough Leather Bands können wir noch genug craften von den Rohstoffen. Es klappt sogar wieder. Es ist ja so genial. Dann brauchen wir noch Wire. Das ist auch schnell gecraftet. Perfekt. Dann haben wir schon genug und versuchen es. Ein Versuch haben wir und danach können wir nochmal bis zu 8 Versuche bekommen. Jetzt versuche ich es erstmal. Es ist so genial. Es ist ja so genial. Ich habe ja so ein Glück. Ja, also es könnte nicht besser laufen hier. Oh ja, und wie wir jetzt equipped sind. Guckt euch die Defense-Werte an, ey. Crazy. Dann haben wir noch, dann kann ich noch hier, wir haben ja noch so viel Leder, habe ich ja feststellen dürfen. Dann kann ich mir auch noch versuchen, den Pauldron zu machen. Oder nicht. Ja. Ich brauche... Es halt... Kann halt... Das ist ja unwahrscheinlich, dass es klappt. Aber ich werde es versuchen. So, wir machen uns jetzt erstmal die Leather... String Leather machen wir einmal. Und wenn ich sehe, es klappt, kann ich direkt abbrechen. Weil es reicht erstmal, dass es einmal klappt. Um überhaupt dann einen Versuch auf die Rüstung zu bekommen. Ach ja, er versucht es. Ah, ärgerlich. Das wollte ich jetzt nicht. Na gut. Hallo, stopp. Ich habe das schon drauf gedrückt. Ja, jetzt haben wir es immerhin nochmal geschafft, aber... Ich wollte es eigentlich abbrechen. So, davon brauchen wir noch ein paar mehr, ne? Ja, brauchen wir 6 Stück theoretisch, wenn beides gecraftet werden soll. Das sieht doch vielversprechend aus, aber es kann sich noch turnen hier. Ein bisschen Generic Leather brauchen wir am Ende sogar noch, muss noch übrig bleiben quasi. Mal schauen, ob das klappt. Ich habe aber ja noch was, ein bisschen was in der Kiste. Moment, es ist ein Versuch. Für jedes kleine Rüstungsteilchen, was ich hier mehr kriege, bin ich dankbar und freue mich. Ja, und was nicht klappt, klappt leider nicht. Ist halt so. Vor allen Dingen, jetzt mache ich ja nur die Rohstoffe dafür. Das eigentliche Craften braucht dann auch wieder Stufe 11 und das ist dann leider, wenn das hier schon halt nicht klappt, leider sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das dann geht. Oh, das ist noch nicht ready. Das muss noch mal einmal blau werden. Ist das gemein. Ist das gemein. Egal, wir haben noch ein bisschen Generic Leather. Guck mal, was ich noch so habe an Zeugs hier.
Nee, das brauchen wir nicht. War das hier vorne links dann? Ja. Jawohl. Ein bisschen Rawhide ist nämlich auch noch dabei. Jetzt bin ich am Überlegen, kriege ich den Beruf noch müh verbessert? Doch, vorher. Eine Stufe verbessern oder so. Würde mir ja schon reichen. Nehmen wir mal noch das mit. Mit halt den anderen Rohstoffen natürlich. So. Wir haben nicht genug Rawhide dafür. Nicht genug. Ja, es fehlt immer irgendwas. Es fehlt immer irgendwas, um noch eine Sache zu craften. Okay. Iron Buckles. Versuchen wir einen Hut. Iron Buckles, Iron Studs. Die brauchen wir dann doch eh. Für die andere Lederrüstung dann auch. Für die, die ich eigentlich jetzt craften will. Ich probiere es. Wenn es klappt, kriegen wir ein bisschen EP und vielleicht level ich den Beruf nochmal. Sehr schön. Leider hat es noch nicht zum Leveln gereicht. Ja, wir brauchen 4 Stück davon. 4 Rough Leather Bands. Wenn ich das schaffe und noch genug Generic Leather übrig habe, dann versuchen wir einmal eine Rüstung zu craften. Und zwar die Schulterdingen. Wenn das nicht klappt, ist das auch okay. Wir haben die Eisenrüstung bekommen. Da habe ich noch viel mehr drauf hingefiebert. Die ist halt einfach auch besser von den Rüstungswerten. Dementsprechend haben wir eigentlich das Top-Notch-Ding bekommen. Und alles andere ist jetzt nur ein Bonus. Das sieht gut aus. Jawohl. Es reicht aber noch nicht. Hierfür, ne? Ja. 3 müssen übrig bleiben. 3 Generic Leather. 3 Generic Leather müssen übrig bleiben. Sonst wird's nichts. Ja, wir haben noch 3. Ja, voll. Es klappt. Okay. Jetzt fehlen noch die Iron Studs, glaube ich. Die sind doch schnell gecraftet. Das mache ich doch hier. Das ist doch gar kein Problem. Ah, wobei, es ist gar kein Problem. Ja, wir haben genug. Wir haben 65 Versuche. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemeistert. Den Teil des Berufs. Ja, nice. Blacksmithing hier. Können wir auch locker noch auf 5 bringen, wenn ich wollte, mit dem Eisen, das ich noch habe. Das ist jetzt aber auch nicht relevant. Okay, gut. Wir haben einen Versuch. Ich versuch's. Und wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Sehr schade, hat nicht gereicht. Und es fehlen jetzt die Rough Leather Bands tatsächlich nur. Die werde ich nochmal craften. Wenn wir nochmal Tiere weghauen und nochmal Generic Leather herstellen können, dann kriegen wir hier noch einen neuen Versuch. Tatsächlich kriegen wir hier nochmal einen neuen Versuch. Jetzt hätte ich aber gerne noch dieses eine Generic Leather, ne? Das ist jetzt aber auch echt ärgerlich. Das ist jetzt da. Warte mal, hier liegen noch Sachen auf dem Boden rum. Hier liegen genug Sachen auf dem Boden rum. Das reicht. Oder? Iron Buckles muss ich mir nur noch mal craften. Ja, zweiten Versuch kriegen wir noch. Das ist doch nice. Ah, wo waren die denn jetzt? Ach, die waren hier, glaube ich. Dann an der Werkbank, ne? Iron Buckles. Wir brauchen Wire und Sheets. Okay, kein Problem. Iron Wire einmal. Das reicht. Das sind gleich 5 Stück. Und dann noch 2 Iron Sheets. Die braucht man auch für alles. Thin, strong piece of metal. Ja, ist für alles. Alles da. So. Wunderbar. Dann machen wir daraus die anderen Teile hier. Buckles. 2 Stück. Und dann versuchen wir es nochmal. Letzter Versuch. Und dann würde ich im nächsten Video mich auf den Weg zur Hülle machen. Ganz egal, ob es klappt oder nicht. Ach, man kriegt gleich 2. Ja, machen wir 4. Wenn ich nochmal Rüstung crafte, werde ich sie brauchen. So. Also das ist jetzt nicht. Ist jetzt keine Verschwendung von Ressourcen. Irgendwo wird man das nochmal brauchen. Gut, ein neuer Versuch. Ich könnte hier auch für die Bracer gehen, aber ich meine, ich habe bereits Bracer. Und deswegen wäre der Buff an Equipment nicht so hoch. Hoberg und Käuf. Und ich hoffe einfach, dass das hier wirklich für die Schultern ist, ne?
Und ich hier nichts. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht gut aus, das sieht schlecht aus. Ah, schade. Ja gut, war ein Versuch wert. Woran scheitert es jetzt beim nächsten Versuch? Okay, wir brauchen einfach noch viel mehr Leder. Never mind. Schade. Schade, schade. Aber wir haben die Eisenrüstung und das ist natürlich ein Mega-Boost. Das freut mich. Nee, lass mich hier mal die Metalldinger nicht mit da reintun. Ach, nee, jetzt habe ich schon wieder hier was umgezogen. Das wollen wir natürlich nicht. Das muss hier rein. Gut, dann haben wir das abgehakt für heute. Dann packe ich mein Eisen noch weg. Bereite mich quasi fürs nächste Mal vor. Vielleicht müssen wir da nochmal kurz Pfeile craften. Ist das Einzige, was mir noch einfällt. Dann würde ich meinen Bogen gerne wieder mitnehmen. Und ich möchte jetzt noch, auch wenn wir vielleicht minimal überziehen, ich möchte gerade gerne noch das Hardwood finden. Ich weiß, irgendwo da. Irgendwo habe ich noch welches. Das ist schon das, was ich wollte. Dem Ganzen nochmal einen Versuch geben mit den Planks, um Rezepte freizuschalten. Und ich meine, die Chance ist gering. Aber wir haben unser Glück gehabt, beim Leder vielleicht genug aufgegeben. Und es hat tatsächlich geklappt. Das sah kurz nicht so aus. Also, 4 neue Rezepte. Bankett Table Chair, Fermenting Tools und Rough Iron Reinforced Chest. Bitte was? Wir haben eine durchs Holz Dingen. Nee. Nee, hier nicht. Oha, Armor Smithing 13. Und braucht dann aber auch nicht so die ganz so. Also, es ist sogar hier in Ordnung. Einser- und Zweierschuhe? Hä? Wer macht die Einserschuhe dann bei nur 2 Unterschied? Keine Ahnung, wo man das dann jetzt herstellt, aber wir haben wieder irgendwas Neues bekommen. Gut, Simple Lantern. Könnten wir vielleicht noch mitnehmen gleich. Ja, dann haben wir das einmal versucht und geschafft. Ja, freut mich, neue Rezepte kennengelernt für die Zukunft. Vielleicht hilft mir das, dann Entscheidungen zu treffen, hier, wie man Berufe levelt und so weiter, was sich lohnt. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Es war mir eine große Freude. Wir haben wieder einiges geschafft. Dieses Haus sieht vielleicht von vorne, sieht es von vorne denn wie ein Haus aus? Es ist so eine Filmkulisse eher. Es ist eine Filmkulisse. Es ist tatsächlich eine Filmkulisse. Wir könnten dem vielleicht doch noch Türen verpassen. Aber das zu an anderer Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen und einen wunderbaren Tag wünsche ich.